Nachtschicht. Thema heute: Politik und Theater. Martin Kuschei im Gespräch mit Walter Famler. Schönen guten Abend bei der heutigen Nachtschicht aus der zweiten Staffel. Und ich freue mich, heute zu Gast zu haben den Burgtheaterdirektor Martin Kuschei. Willkommen, Martin. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für dieses Nachtgespräch. Martin, Burgtheaterdirektor, das ist eine große Rolle, die man hier in Österreich spielt. Und die Rolle ist nicht so einfach, glaube ich, wenn man sie spielt. Man kann ja eigentlich sagen, Burgtheaterdirektor ist in Österreich von der Bedeutung irgendwo fast nach dem Bundespräsidenten. Gleichzeitig ist unser Thema ist ja Politik und Theater. Das Burgtheater ist die größte Bühne im deutschsprachigen Raum, eines der größten Theater der Welt. Und ich habe den Franz Kogelmann vorgestern hier gefragt, wie er da war mit seiner Trompete. Franz Kogelmann, wie kommt man zum Flügelhorn? Und jetzt frage ich dich einfach, wie wird man Burgtheaterdirektor? Also das sind ja jetzt schon mehrere Fragen. Oder die Problemstellung mit der Rolle des Burgtheaterdirektors in Österreich ist tatsächlich so, wie du sie beschreibst. Und ich muss zugeben, dass ich mir sehr schwer tue, das so zu erfüllen oder anzunehmen, wie das von mir erwartet wird. Ich bin 26 Jahre meines Lebens in Deutschland gewesen, unter anderem aber auch natürlich 10 Jahre fast Intendant, Staatsintendant am Residenztheater in München. Und ich habe viele Freunde und Vorbilder auch an den verschiedenen großen Theatern Deutschlands, die auch diesen Beruf, diesen Job ausüben. Jedenfalls außerhalb von Wien und außerhalb von Österreich hat diese Art von Job oder Beruf oder Führungsposition auf keinen Fall auch nur annähernd eine ähnliche Aufmerksamkeit und öffentliche Bedeutung wie in Österreich. Das heißt, ich bin durch meine lange Abwesenheit von Österreich gezwungen gewesen, mich wieder zurückzuerinnern, wie das in Österreich ist und worauf man sich einlassen muss. Auch das ist ein nicht unschwieriger Prozess, der mich sehr beschäftigt. Und ich bin zumindest jetzt zu dem Schluss gekommen, dass ich diese Rolle so ausfüllen will und annehmen will, wie es von mir erwartet und verlangt wird, weil ich natürlich, auf Österreichisch gesagt, ein bisschen gefremdelt habe bis jetzt. Insbesondere die große Aufmerksamkeit, die mir jetzt, nur weil ich Burgtheaterdirektor bin, in dieser Stadt entgegengebracht wird, ist für mich erst einmal rätselhaft gewesen. Ich frage mich, woher das kommt, weil meine tatsächliche Macht oder mein Einfluss auf gesellschaftspolitische oder politische, machtpolitische Vorgänge hier in dieser Stadt und in diesem Land natürlich extrem gering ist. De facto weiß ich nicht, woher das kommt. Ich kann das nicht beeinflussen. Ich weiß nur, dass ich natürlich eine öffentliche Person bin und versuche nicht wegen meiner Funktion, sondern wegen mir selber, wegen meiner Erfahrung, wegen meines Wissens, wegen meiner Autorität, ein Mensch zu sein, ein Künstler zu sein, der hier etwas zu sagen hat und das auch vertritt. Und das hat mit mir als Burgtheaterdirektor erst einmal nichts zu tun. Das ist nur die Folie, auf der sich das abspielt. Wie ich dazu gekommen bin? Ganz einfach. Ich habe, als diese Stelle frei wurde, vor 4, 5 Jahren mittlerweile schon, oder sind, ja doch, ist schon länger her, ein Gespräch gehabt mit dem damaligen Kulturminister Trotzda, der mich gefragt hat, ob mich das interessieren würde. Ich habe gesagt, ja, ich interessiere mich dafür. Ich habe ihm ein Konzept gegeben. Ich habe ein paar Hearings hinter mich gebracht und zum Schluss, das war gar nicht unspannend, dieser ganze Prozess, wurde ich berufen zum Burgtheaterdirektor.
Und wenn ich das noch anfügen darf, weil das seit Jahrzehnten geradezu immer wieder erzählt wird, dass ich nichts lieber getan hätte, als Burgtheaterdirektor zu werden, schon in dieser vermaledeiten Zeit mit Matthias Hartmann hier, weiß ich das noch einmal von mir ganz dezidiert. Ich war damals zu jung und habe nicht begriffen, dass man mit mir ein Spiel gespielt hat, dass man einen Schattenkandidaten aufgebaut hat, um praktisch den Deal, den man mit Hartmann schon Jahre vorher gemacht hat, irgendwie um diesem Deal irgendwie so eine Art von Seriosität zu geben. Und ich war leider zu blöd und habe schlechte Berater gehabt, die mir gesagt haben, als ich meinte, hey Freunde, ich will gar nicht das, und jetzt wird überall in der Zeitung darüber geredet und geschrieben und ich muss das dementieren, dass ich da gar nicht im Spiel bin, weil ich de facto nie einen Satz mit dem Franz Morak, der damals, glaube ich, Kulturstaatssekretär war, gewechselt habe. Das war ein Fehler, dass ich das nicht vehement sofort dementiert habe, und die Folgen dessen konnte man dann ja auch erleben am Burgtheater. Es ist ganz interessant, wie du das beschreibst und auch Namen nennst, weil der genannte Minister war ja vorher auch geschäftsführender Direktor am Burgtheater. Und der Staatssekretär, den du genannt hast, war Schauspieler dort. Also das zeigt schon mal vom Personal her diese Verflochtenheit in Österreich zwischen Politik und Theater. Ja. Und das geht ja auch sehr tief in die Geschichte hinein, weil das Hofburgtheater, das kaiserliche Theater, wir haben bis heute noch die Kaiserstiege und die Erzherzogstiege, das ist ein großes Repräsentanztheater, das heißt, das hat immer den Staat gespiegelt, wiedergespiegelt und gleichzeitig kritisiert. Das ist eine große Maschine, die beides hat, die Repräsentation, also wenn wir jetzt nur auf der Ebene des Politischen und des Theaters bleiben, die Repräsentation, aber gleichzeitig auch die Kritik. Und das ist ja das, sozusagen das Verführerische bei allen Theatern, aber vor allem bei den Staatstheatern, dass in diesem Wechselspiel, wo immer auch das Publikum eine Rolle spielt, über das ich dann auch noch ein bisschen reden möchte, das sozusagen das Volk repräsentiert, aber das ist so vielschichtig kodiert, weil alle, die mit dem Theater zu tun hat, ohne dass das ständig bewusst ist, dann in der Inszenierung, in den Stücken, was immer, weil da geht es ja immer um ganz andere Themen, wobei es immer um diese alten Themen auch geht, seit der Antike, ne? Die sind dem Rezipienten aufs Erste nicht wahrnehmbar, aber im Unbewussten ist es immer da. Und das, glaube ich, erzeugt diese große Symbolik, dieses Emblem, das das Burgtheater ist und das noch dazu eingebunden ist architektonisch in diesen Raum. Es widerspiegelt sich mit Parlament, alle diese Palais, die da herumstehen, das Rathaus vis-à-vis. Und wenn man sich vor allem den Ritus der Premiere anschaut, wer dort auftritt, dann sieht man das ja alles. Gleichzeitig ist es aber Kunst, also Politik. Genau. Theater, Kunst. Und du hast das ja auch schon fallen lassen, du definierst dich als Künstler. Jetzt gehen wir ein bisschen vielleicht zurück in deiner Biografie. Du wolltest ja ursprünglich eigentlich Lehrer werden, glaube ich, du hast Lehr- und studiert. Nein, nicht. Ich habe immer Wissenschaftsstudium präferiert. Also es ist zwar im Zuge des Lehramtsstudiums natürlich deutsche Sprache und Literatur und Sportwissenschaften abgelaufen im Prinzip, aber meine Perspektive war nie der Lehrberuf. Aber du kommst aus einer Lehrerfamilie. Das stimmt. Eine Frage, weil ich habe auf Wikipedia gibt es einen Eintrag und da steht, dass dein Vater wäre Landwirt gewesen. Also Wikipedia ist ja der größte Scheiß. Ja? Vor allem, da steht alles falsch drin. Es ist ein wahnsinnig hässliches Foto von mir drin. Ich habe versucht, das als die Person, um die es geht, das irgendwie zu verändern. Das kann man nicht verändern. Keine Chance. Da steht lauter Käse drin. Mein Vater war kein Landwirt, sondern Volksschuldirektor. Ja, aber auf dem Land, das stimmt. Wollte ich richtig stellen, auf dem Land, aber es ist nur eine wichtige Sache. Du kommst aus einer zweisprachigen Familie. Du kommst auch aus der Minderheit in Kärnten, slowenischen Minderheit. Und du hast auch, und das war jetzt kürzlich zu 100 Jahren sehr präsent, du hast auch in einem Rahmen einer Matinee Stellung bezogen zu dieser Frage. Aber nur mal zurück zum Werdegang. Du warst dann in Graz, du warst auch Sportler, du hast, glaube ich, in der Staatsliga Handball gespielt. Richtig. Und dann hast du dich aber für Regiestudium entschieden in Graz. Genau. Und dort hast du sehr früh
dann eine Lebensfreundschaft gebildet, das heißt mein Freund Martin, mit dem Bühnenbildner Martin Zehetgruber, die, glaube ich, bis heute anhält. Und beide gemeinsam, kann man jetzt rückblicken auf eine fast 40-jährige Karriere, und da möchte ich jetzt auf einen Satz kommen, dieser Martin-Freund bildet die Räume, in der dann deine Fantasie hineingesperrt wird. Ich gehe jetzt nur mal ein bisschen, ich weiß, ich bin sehr vielschichtig, aber da ist jetzt alles drinnen. Die Zweisprachigkeit, die Mehrsprachigkeit, das aus einer Minderheit kommen, die Studium in Graz und dann diese Entwicklung als Regisseur, weil man entwickelt sich als Regisseur ja nicht singulär, sondern in einem Kollektiv. Kann man da ein bisschen, kann man zum Beispiel sagen, was das heißt, eingesperrt sein, dass man in einen Raum, dass die Fantasie in einen Raum eingesperrt wird, beziehungsweise gibt es auch sowas wie ein Eingesperrtsein durch die Herkunft? Ja, also jetzt, wenn ich das von hinten noch einmal beantworten soll, ich fühle mich natürlich durch Fantasie und durch Kunst überhaupt nie eingesperrt, beziehungsweise der Begriff der Freiheit ist sicher für mich der zentrale und wichtigste Begriff überhaupt. Zum Teil ist das auch natürlich noch aus den 70er und 80er Jahren sehr geprägt. Mir ist klar, dass sich da auch im Freiheitsbegriff und in der Debatte darüber schon sehr viel geändert hat. Ich kann aber aus meiner Haut nicht heraus. Da hat wiederum meine Herkunft und mein Gefühl, determiniert zu sein durch meine slowenischstämmigen Vorfahren und durch die Landschaft, in der sich das abgespielt hat, hat dazu geführt, dass ich mich massiv eben mit der Freiheit, mit der Demokratie, mit Ideen des Humanismus und so weiter sehr früh schon auseinandersetzen musste. Also ich würde das so beschreiben, ich habe eine scheinbar simple Herkunft, die aus ganz vielen verschiedenen Facetten besteht und die aus diesem Grund aus mir einen relativ komplexen und komplizierten Menschen macht. Aber komplex gefällt mir besser, weil ich bin eigentlich auch nicht kompliziert aufgrund meiner einfachen Herkunft. Also ich habe eine große Empathie, ich habe relativ simple Erklärungsmuster, ich kann mich schnell einstellen auf Dinge, ich kann reagieren, ich kann etwas verstehen, ich kann bewusst eine Gegenposition in mir selber einnehmen, um eine andere Position zu verstehen und so weiter. Aber wie gesagt, da ist drin, dass ich vom Land komme, dass ich als Kind noch praktisch eine Art von Landwirtschaft, dörfliches Leben, Familienverband kennengelernt habe, das mich sehr geprägt hat. Also die ersten Jahre meines Lebens habe ich in einem kleinen Dorf am Fuße der Karawanken verbracht, nämlich in Globasnitz, und das ist nach wie vor für mich so der Sehnsuchtskindheitsort, weil ich später dann aufgrund des Berufswechsels meines Vaters dann woanders aufgewachsen bin. Dann kommt sowas wie ja, Sport. In einem Dorf war das nötig, dass man sich gerade als Lehrersohn, wo man praktisch schon von vornherein irgendwie Außenseiter ist oder punziert ist, durch diesen Beruf des Vaters in dem Dorf, muss man sich irgendwie anpassen und mit den anderen mitmachen, und das geht meistens über Sport. Also ist man erst im Sportverein, im Dorf, im Fußballverein, und dann habe ich begonnen, Handball zu spielen. Und dieses Handballspielen 40 Kilometer entfernt in der Hauptstadt von Kärnten plus der Bundesliga dann mit den Reisen durch Österreich, die ganze Erfahrung von Leistungssport, ist für mich ja auch ein sehr, sehr großer und wichtiger Teil gewesen. Dann in Graz zu studieren, dort ein Studium zu beginnen und nach 6 Semestern zu beschließen, das hinzuschmeißen und was anderes zu machen, für meine Eltern, glaube ich, sicher ein Schock, aber ich habe wirklich so tolle Eltern, die eigentlich alles mitgemacht haben, was ich tun wollte, was ich versuchen wollte. Also ich würde sagen, das war eine sehr geschützte und sehr liberale Erziehung, die ich genossen habe.
Und jetzt komme ich zum Punkt des Eingesperrtseins. Aus irgendeinem Grund wollte ich dort weg. Ich wollte weg aus meiner Klasse, aus der ich stamme, also sozusagen aus der gesellschaftlichen Klasse, aus dem Dorf, in dem ich gelebt habe, aus der Umgebung, aus dieser Misthaufenwelt, aus dieser Missgunstwelt, gerade gegenüber jemandem, der einen slowenischen Namen trägt. Und ich wollte einfach raus, echt diese 60er, 70er Jahre Möglichkeit, als in Österreich diese goldene Ära Kreisky herrschte, gab uns auch die Chance, praktisch aus dieser ländlichen, provinziellen Gegend wegzukommen. Und das ist schon ein interessantes Phänomen. Ich war im Völkermarkt in einem Gymnasium. Überhaupt, dass es dieses Gymnasium gab, dass man dafür hätte bezahlen müssen, dass man in die Schule gehen konnte, diese Möglichkeit der Bildung, die man erfahren konnte. Meine Eltern waren nicht reich und es war auch für uns, ich habe 4 Geschwister noch, immer eine harte Zeit. Trotzdem ist es eine Generation, so würde ich sagen, du gehörst ja auch dazu. Man wollte weg, man wollte nach oben, man wollte etwas erreichen, man wollte etwas erleben und man hat richtig tolle Möglichkeiten dazu bekommen. Also eingesperrt sein, Gefühl stimmt und ich habe es wahnsinnig gut geschafft. Ich bin unglaublich weit gekommen, ich habe auf der ganzen Welt gearbeitet, ich habe einen wunderbaren Job, ich kann sehr gut leben von meinem Job und bin jetzt zum Schluss wieder im Wiener Burgtheater gelandet. Ich habe mir die Homepage angeschaut, die ich total interessant finde, weil sie auf einem Status ist von, würde ich sagen, vor 15 Jahren. Ja, genau. Vor 15 Jahren. Absolut nichts gemacht. Nein, das finde ich super. Es gibt ja eine sehr schöne Sache, weil Fotos von dir, schwarz-weiß, bewegen sich sehr schnell durch. Also man muss da wirklich schnell schauen. Ja. Es gibt da ein Interview drauf, das so klein ist, ja, dass man sich wirklich konzentrieren muss, dass man das lesen kann. Ja. Ich habe fast das Gefühl gehabt, dass es ein Selbstgespräch ist, weil es ist nicht genannt, wer da mit dir spricht, man findet das nicht. Ich finde das wirklich super, dass du mit diesem Medium so umgehst. Aber da sind ein paar sehr schöne Zitate drinnen und das, was mir am besten gefallen hat, ist, du sagst über die 68er Generation im weitesten Sinn, die spielen sich so auf als die Hüter des Humanismus. In Wirklichkeit haben sie aber 2 Schlüssel verschluckt, nämlich den Schlüssel für unsere Handschellen und den Schlüssel für den Waffenschrank. Damit bin ich ein bisschen bei diesem Generationspunkt, weil du bist einer der Theatermacher, Regisseure, die doch auch in der Position und Gegenposition zu diesen Heroen des 68er Theaters, Regisseure, das war ja die Zeit, wo sehr viel am Theater passiert ist, wo es auch diese Selbstverwaltungssachen gegeben hat, diese Kollektivgeschichten. Und mit diesem Zitat, ich wiederhole es nochmal, der verschluckte Schlüssel, also diese Generation hätte diese 68er im weitesten Sinn, wobei ich da gar nicht ein Ressentiment rausgelesen habe, ja, aber das ist ein unglaublich starkes Symbol, dass die den Schlüssel verschluckt hätten für unsere Handschellen und für den Waffenschrank. Kannst du uns mal ein bisschen sagen, was das eigentlich meint? Ich finde, das ist ein tolles Zitat. Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, in welchem Zusammenhang ich das gesagt habe. Aber ja, ich glaube schon, dass das kommt vielleicht ein bisschen zurück zu dem Eingesperrtsein oder Gefesseltsein. Und im Grunde hat diese Generation natürlich für uns einen gewissen Weg verbaut. Ja, die Revolte oder die gesellschaftlichen Veränderungen, die durch diese Bewegung, die ja viel früher angefangen hat, durchgeführt wurde oder was die auch ausgelöst haben, finde ich zentral wichtig für das 20. Jahrhundert und für die Zivilisation überhaupt. Und damit haben sie uns aber praktisch die Möglichkeit genommen, noch weiter revolutionär zu sein, weil eigentlich war eine Sackgasse, ein Ende dessen erreicht. Ich habe nichts mehr gefunden, wo ich jetzt noch weiter irgendwie mit dem sogenannten Regietheater damals hätte gehen können.
stimmt nicht ganz. Ich glaube, dass wir schon in Graz damals, Anfang der 80er Jahre, sehr, sehr viele experimentelle Formen des Theaters ausprobiert haben, die alles schon beinhaltet hatten, was man später postdramatisches Theater nennt oder Dekonstruktion. Wir sind vielleicht ein bisschen weniger radikal noch gewesen, weil wir zum Beispiel einfach aufgrund unserer Ausbildung, und da spreche ich jetzt auch auf CEDGRUBA an, mit dem ich natürlich dieses sehr, sehr massiv starke Kollektiv gebildet hatte, wir hatten eine Ausbildung, die noch mit einem gewissen Verständnis für das Werk, für das, woraus es geschaffen wurde und was es wollte und was da der Impetus und der Inhalt war. Also damit noch mit einem gewissen Respekt die Kunst, die Stücke zum Beispiel zertrümmert haben, wenn man so will. Es gibt auch ein super Zitat, das hängt bei mir an der Wand irgendwo im Büro, war unsere erste Arbeit in Deutschland am Residenztheater in München, auch im Marstalltheater. Thomas Strittmatter, ein damals junger, aufstrebender Autor, hat ein Stück geschrieben, Irrlichter Schrittmacher, und wir haben mit dieser Inszenierung den ersten Schritt nach Deutschland gemacht. Und da stand dann in der Zeitung, dass Thomas Strittmatter in die Fänge einer Grazer Textkillerbande gefallen wäre. Und das hat mir sehr gut gefallen. Also, wo bin ich? Ich hatte das Gefühl, viel weiter geht's nicht. Im Sinne von noch mehr kaputt machen, zerstören, also im Sinne von produktiver Prozess bedeutet natürlich immer etwas, was, damit etwas Neues kommt, muss etwas zerstört werden, um das mit Heiner Müller zu beantworten. Da waren wir drin und sehr viel war halt von Luc Bondy oder von Klaus Peimann oder wie sie alle hießen, damals einfach total flächendeckend besetzt. Und manchmal hat man das Gefühl, es ist bis heute auch noch so, wobei natürlich ein massiv großer Teil des heutigen modernen Theaters in eine völlig andere Richtung geht. Mhm. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt mittlerweile auch zu alt, um noch irgendwie eine große innovative Veränderung oder so herbeizuführen. Ich hatte meine Zeit, die war eben verbaut durch die 68er und bis ich dann sozusagen wieder was gefunden hätte, was neu und offen wäre, was jetzt passiert, bin ich zu alt. Ich bin jetzt 60 und ich habe auch natürlich in meinem künstlerischen Weg viele, viele, viele Dinge gemacht, die ich jetzt langweilig finde, und ich versuche mich auf ganz andere Sachen zu konzentrieren, die bei Gott jetzt nicht mehr so diesen Impetus des Umstürzlerischen oder des Neuartigen haben. Du zitierst in diesem Selbstgespräch oder Interview auf der Homepage auch einen deiner Lehrer in Graz, den zitierst du so, soweit ich das jetzt im Gedächtnis habe, man muss sich den Text des Autors total aneignen und dann muss man ihn komplett vergessen, ja, wenn man als Regie macht. Kannst du mir da nur ein bisschen helfen, was es eigentlich meint? Weil so habe ich eigentlich noch nie darüber nachgedacht, über die Arbeit des Regisseurs. Ich habe es eigentlich immer anders gesehen. Ich habe mir gedacht, der inkorporiert das total und hat das dann irgendwie im Hinterkopf und im Unterbewusstsein. Aber am Schluss ist es doch immer der Autor, der über den Regisseur erscheint auf der Bühne mit seinem Text. Aber die wesentliche Leistung des Regisseurs ist sozusagen auch noch die Personalisierung, weil der arbeitet ja mit den Schauspielern. Das heißt, deine Arbeit ist ja auch sehr personalorientiert, weil du musst ja quasi in jedem aus dem Stück heraus über die Schauspieler, die dir zur Verfügung stehen, mit denen du länger oder kürzer arbeitest, du hast das Privileg, dass du ein relativ großes Reservoir an Schauspielern hast und dass eigentlich fast jeden Schauspieler kriegst, den du haben willst. Ja. Aber diese komplexe Arbeit, Text des Autors, und das verkörpert sich dann auf der Bühne. Wie kann man da komplett den Text irgendwann vergessen? Wie gesagt, das Zitat ist sicher wieder eine Zuspitzung von Walter Zaschke, der wirklich ein sehr rigoroser, toller und unglaublich harter Lehrer war. Ich kann es aber sogar jetzt sofort insofern beantworten, als ich aktuell in einer Vorbereitung für die Inszenierung von Tosca von Puccini sitze und
Die Oper ist für mich gerade ein Bereich, wo noch sehr, sehr viel zu machen wäre oder wo man sehr, sehr viel verändern kann. Und es ist dringend an der Zeit, dass man auch an das total sakrosankte Musikthema herangeht. Musik ist praktisch in der Oper ein No-Go, also irgendwas zu verändern oder zu streichen oder irgendwas anders zu machen. Interessant, weil ich gerade mir die Frage gestellt habe, okay, wenn ich Puccini habe und ich streiche bei Puccini irgendwie seitenweise einfach Figuren weg und Musik weg, da muss man erstens einen Dirigenten finden, der da mitspielt. Ich habe einen gefunden, Gott sei Dank, der mich das ja überrascht hat. Zweitens ist dann die Frage aufgetaucht, darf ich das? Also sozusagen urheberrechtsmäßig. Und ich glaube, da gibt es überhaupt keine Präzedenzfälle noch. Weil bis jetzt hat nie jemand Puccini irgendwie zusammengestrichen, weil das wirklich schwer ist und sich das nie jemand getraut hat. Aber das ist nur ein Seitenstrang. Also ich bin jetzt da und höre die Oper, also ich höre die Musik, ich inszeniere Musik. Das ist ja auch etwas, was ich irgendwie aufnehme und dann versuche irgendwie durch mich hindurch wieder auf einer Bühne irgendwie zu erzählen. Und mein größter Ansatzpunkt wäre die Haltung, ich möchte, wenn der Vorhang aufgeht, eine Geschichte und eine Handlung und ein Bild sehen, das zu dieser Oper noch nie jemand gesehen hat. Und das wird passieren und da bin ich schon sehr froh drauf und gespannt, was dann passieren wird. Das heißt, ich habe zwei Ansatzpunkte. Das eine ist, möglichst so weit in meiner Fantasie zu gehen, um etwas Ungewohntes, nicht Erwartetes zu finden, was aber immer noch mit der Vorlage, sei das Text oder sei das Musik, korrespondiert und wo ich das auch sehr ernst nehme, ob das die Komponisten sind oder die Autoren. Ich bin noch immer total oldschool und habe großen Respekt. Ich lese alle Stücke von Autoren, bereite mich sehr, sehr massiv vor, genau, oder höre Opern genauso intensiv und genau. Also ich muss mir da nichts vorwerfen, ich hab großen Respekt. Gleichzeitig verstehe ich mich aber auch als das Werkzeug, das die heutige Zeit in dieses Werk hineinbringt oder dass das irgendwie auch in diese Form bringt. Und ich hänge natürlich auch der, wenn man so will, noch alten Schule des Regietheaters an, das Geschichten erzählen will, das irgendwo ja, Geschichten erzählen will, das ist eigentlich das Wichtigste. Und gleichzeitig sehr eigenwillig, subjektiv, wie zum Beispiel im Autorenkino, die Vorlage hernimmt und durch sich durchtransformiert und dann auf die Bühne setzt. Und in diesem Moment passiert das, dass man tatsächlich, und das sage ich jetzt eher mit Respekt und nicht größenwahnsinnig, dass man sich selber als den Kreator dessen, was auf der Bühne stattfindet, mit Hilfe des Texts des Autors oder des Komponisten, dass man sich aber trotzdem als denjenigen sieht, durch den alles durchgeht. Und da vergisst man die Vorlage irgendwann. Ja, aber dieser Prozess ist sehr wesentlich abhängig vom Kollektiv der Schauspieler. Also ja. Je nachdem, wie groß jetzt das Ensemble ist, das eingesetzt ist. Ich gehe jetzt einmal auf was anderes zurück, weil das mit den Schauspielern, das beschäftigt mich schon ziemlich lange. Bei dieser Matinee, von der ich jetzt erst schon gesprochen habe, wo so 100 Jahre Kärntner Volksabstimmung, da hast du Texte von slowenischen Autoren und österreichischen Autoren auf die Bühne gebracht. Die wurden gesprochen von slowenischen und österreichischen Schauspielern und die österreichischen Schauspieler waren Elisabeth Orth und Michael Helter. Und ich bin da drinnen gesessen und habe die Elisabeth Orth sprechen hören wieder und den Helter. Und das war so, als ob ein Schauspieler aus einer ganz anderen Zeit spricht. Jetzt im Vergleich, weil ich das zufällig gesehen habe, du hast, glaube ich, einen Schauspieler aus Deutschland gerade nach Wien geholt, einen jungen 24-jährigen Jan Bülow, der aufgefallen ist, weil er einen Udo Lindenberg in einem Film verkörpert hat und der jetzt am Burgtheater probt, glaube ich, Richard II. Ja. Es kann jetzt natürlich sein, dass das für mich eine Alterserscheinung ist. Also wenn man zum Beispiel Klaus Kinski noch gesehen hat oder Oskar Werner, ja, dann habe ich ein bisschen ein Problem mit diesem jungen Schauspieler.
Es ist natürlich jetzt nicht objektiv, weil dieser Ausschnitt, der gezeigt wurde im ORF, immerhin aber 17 Minuten, wo man dann, wo das völlig affirmativ dargestellt wird. Also man sieht ihn da über die Kaiserstiege hüpfen, ne, und dann sieht man eben da im Burgtheater zwischen den Porträts der großen Schauspieler. Ne, aber irgendwas erscheint mir da, ist da völlig anders, und da ist etwas, also ich könnte jetzt sagen, ist eine Dekadenz, nur mal, vielleicht ist das mein Altersblick, beziehungsweise ist da etwas, wo ich mich frage, da ist ein Verlust. Also während jetzt wiederum mit den, und das ist aber, da sind wir wieder beim Burgtheater, weil das ja diese überbordende Tradition hat. Das ist natürlich alles, was ich jetzt sage, auf eine gewisse Weise auch unfair gegenüber dem Jungen wahrscheinlich, aber du weißt, wo ich hin will. Ja? Man steht zwischen diesen großen Schauspielern, aber die verschwinden ja auch. Ja? Man muss als Regisseur auch wieder welche gerieren. Du hast sehr viel mit der Birgit Minichmeier gearbeitet, das ist eine große Schauspielerin. Ne? Ich weiß auch nicht, ob aus dem, der jetzt da kommt, ein Name auch großer wird. Aber im Umsetzen dessen, was du zuerst beschrieben hast, bist du ja absolut auch abhängig von den Schauspielerinnen und Schauspielern. Das ist natürlich richtig. Das ist dann immer in der Arbeit der Faktor X, der dann nach der Vorbereitungsphase als Regisseur dann direkt in den nächsten Schritt führt, und der hat genau mit den Schauspielerinnen und Schauspielern zu tun. Ich würde sagen, diese Vorbereitungsphase ist für mich persönlich immer der beste Teil an der Arbeit, wo ich zu Hause sitze, eventuell vor einem Modell, mit meinem Kopfkino, mit dem Text, mit Musik, mit Assoziationen und so weiter arbeite. Das dauert so 4 bis 6 Wochen in der Regel eigentlich, bevor ich dann zu proben beginne. Und das, was ich in dieser Zeit erarbeitet habe, den Schauspielern, dem Ensemble vorstelle, präsentiere und sie sofort und rasch gleich bei der ersten Konzeptions- und Leseprobe so begeistern will, dass sie sofort mitziehen, weil sie spüren, hey, da passiert was Unerwartetes, das haben wir uns ganz anders vorgestellt, jetzt kommt er daher und erzählt uns etwas, was wir nicht gesehen oder erwartet haben, und dann geht die Reise schon los. Ich habe dann vor allem in der Jugendzeit so auch am Schauspielhaus Graz oder an solch ähnlichen Theatern wahnsinnig schwierige Zeiten erlebt, weil die immer gesagt haben, also das ist zu abgehoben, das ist zu modern, das ist zu, was weiß ich, also das ist einfach das übliche Programm. Und es waren immer nur die jüngeren Schauspieler, die sofort dabei waren. Und es war sehr hart, die Älteren zu überzeugen. Und ich habe da echt so schlimme Zeiten erlebt, weil man, das ging bis zu massiver Anfeindung. So einfach, dass man durch seine Ideen und durch seine Arbeitsmethode oder so schon sehr in Frage gestellt wurde. Da muss man dann, da nützt das größte Selbstbewusstsein nichts. Es ist dann schwierig, und da fängt dann beim Regisseur die Arbeit an, auch psychologisch gut zu sein, eine Führungsqualität zu haben, motivieren zu können, Geduld zu haben und die dann auch dahin zu bringen. Und so ist es jetzt dazu gekommen, dass ich gestern zum Beispiel mit Klaus-Maria Brandauer meine erste Probe gehabt habe. Und auch dort klafft ein sehr großer Unterschied, obwohl er jetzt, glaube ich, nur 25 Jahre älter ist als ich. Aber das ist natürlich ein Monument, das letzte große Monument dieser Tradition des Burgtheaters, wenn man so will, der jedenfalls Lust hat, jetzt wieder zu spielen, und das ist eine wahnsinnig tolle Begegnung, muss ich sagen. Es ist ganz viel Enthusiasmus und Aufregung mit im Spiel. Aber und das ist ein sehr intelligenter und ein eigentlich extrem offener Mensch und Schauspieler und Künstler. Der aber hat auch seine Schiene, und jetzt muss ich den da irgendwie ins Boot holen und sagen, hör zu, wir machen jetzt die Übersetzung und nicht die Sie jetzt vorbereitet haben zu Hause schon, sondern ich bin der Regisseur und ich sage, wohin der Weg geht. Schauspieler sind selbstverständlich total, total wichtig, und im Grunde bin ich nur hier der Theaterdirektor, weil mich diese Art von Ensemble, von Familie, von
zusammen etwas machen interessiert. Das ist wirklich der einzige Grund. Ich bin überhaupt kein guter Theatermanager. Ich bin überhaupt niemand, der, sagen wir mal, man kann ja sagen, man ist Manager in verschiedensten Bereichen. Da habe ich viel dazulernen müssen, auch im kaufmännischen Bereich und so weiter und so fort. Aber der Urgedanke, warum ich das mache, ist das Ensemble und sind die Schauspielerinnen und Schauspieler. Das war in München schon ein großes Ensemble, in Wien ist es noch ein Drittel größer und da ist es auch eine Aufgabe, die allein schon ausfüllend ist. Dass ich dazu noch Regisseur bin und ein, zwei Stücke im Jahr machen muss, dass ich dazu noch einen Betrieb leite, der 550 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat, das ist echt Hardcore-Aufgabe. Und es kommt dann auch zu kurz, diese intensive Beschäftigung mit dem Ensemble, mit den Schauspielern, die sich zu Recht irgendwann beschweren und sagen, du bist nicht für uns da. Und ich sage, Leute, ich bin so viel da, aber es ist zu groß. Ich schaffe es nicht, jedem Einzelnen jetzt die Hände zu halten, wenn es ihm einmal schlecht geht. Aber ich versuche, so gut wie möglich zu machen. Und das letzte Wort noch zu Jan Bülow. Das ist ein super talentierter Junge, der absolut an dieses Theater gehört. Ich habe noch zwei, drei von diesen ganz Jungen, die gerade ein, zwei Jahre von der Schule weg sind und schon Hauptrollen am Burgtheater spielen. Das muss man sich wirklich einmal vorstellen. Ich mag den, so wie er ist. Da ist eine große Unsicherheit, da ist ein großes Selbstbewusstsein, gepaart natürlich mit Verwundbarkeit, mit Sensibilität, mit Unerfahrenheit selbstverständlich. Also der ist noch lange nicht fertig, ja, und hat schon ganz die großen Sachen zu stemmen. Und ich freue mich, dass er hier ist und der wird das super machen. Ich freue mich, dass du in der Nachtschicht jetzt etwas bestätigst, was bis jetzt als Gerücht herumgegangen ist. Es geht ja in deiner Arbeit mit Klaus-Maria Brandau um das Sartre-Stück, ne? Geschlossene ja. Gesellschaft. Und da ist bis heute eigentlich in der Presse nur so gewesen, es ist nicht sicher, ob er das macht oder nicht. Jetzt ist es in der Schicht bei uns heraus, dass das so ist. Ja, es gibt aber auch noch zwei andere Schauspielerinnen oder drei eigentlich, die da mitspielen. Nämlich Dörte Lisewski und Regina Fritsch, die beiden Frauenrollen spielen. Dann gibt es noch den Kellner, das ist die vierte Rolle, das soll der Christoph Luser spielen. Das sage ich jetzt einfach mal, weil mich diese Gerüchte- und Tratschebene in Wien total anpisst. Mhm. Und deswegen kann man mich ja fragen und dann sage ich was. Eben, das ist super. Ich weiß das auch von dir, dass man dich jederzeit fragen kann und dass du jederzeit empfänglich bist und Auskunft freudig. Ich bin noch ein bisschen zurück, weil in München bist du dann einmal von der Süddeutschen als Theaterfeudalist und Theaterdespot bezeichnet worden. Ne? Das hat auch zu tun mit diesen Arbeiten mit den Schauspielern. Aber Nein, da muss ich jetzt dazwischen funken. Ja. Das ist eine äußerst missgünstige sogenannte Theaterkritikerin in München gewesen, die sich eingebildet hat, sie muss praktisch jedes Mal, wenn irgendwie sich die Chance ergibt, mir irgendwie ans Bein pinkeln. Ich habe es überlebt, ich bin jetzt auch in Wien und nicht mehr in München, aber das war natürlich eine gezielte Falschinformation. Es ging um ein Problem eines Schauspielers mit einem anderen Regisseur, dessen Namen er nicht genannt hat und das hat sie einfach, weil kein Name genannt wurde, einfach mir dann irgendwie als Attribut umgehängt und das weise ich aufs Schärfste nach wie vor zurück. Also das wäre auch so etwas. Da wird irgendwie in den Medien eine Art von Bild vermittelt, das so wahnsinnig subjektiv ist, leider, dass man im Grunde sich auch nicht wirklich wehren kann. Aber in einer Gelegenheit wie jetzt muss ich sagen, das stimmt nicht. Ich bin auf keinen Fall feudal und ich bin auch kein Despot, sondern ich arbeite ja mit so vielen Menschen zusammen, das geht gar nicht, dass man irgendwie autoritär oder despotisch auftritt. Klar, man hat große Verantwortung, es geht um viele Menschen, die da leben und arbeiten und um viel Geld und ich muss dafür meinen Kopf hinhalten, da muss ich manchmal auch klare Kante fahren und wenn man das mit einem Schiff vergleicht, dann bin ich halt der Kapitän und dann muss ich auch sagen, wo die Reise hingeht, aber es ist unmöglich, nicht im Team zu arbeiten im Theater. Schon von Anfang an werden alle Entscheidungen, alle Situationen gemeinsam besprochen, gemeinsam entschieden. Das ist alles transparent in der Kommunikation. Und so bin ich auch hierher nach Wien gekommen und versuche das auch am Burgtheater zu machen. Du hast ja gemacht,
gesagt, du wolltest aus dieser Missgunstwelt weg, aus deiner Kindheitsmissgunstwelt, ja, und bist jetzt eigentlich in einer Welt, die auch sehr von Missgunst geprägt ist. Genau. Ich habe das auch so durchaus ironisch gemeint. Ich bin jetzt dort wieder gelandet, wo ich eigentlich nicht sein wollte. Ich versuche da das Beste draus zu machen, aber es ist tatsächlich nicht einfach, wenn man nach Österreich zurückkommt und so schnell diese Erfahrung machen muss, wie gerade in Wien mit einem umgegangen wird. Also wenn jemand wie ich hier irgendwo, sei es auf der Uni, weil ich auch als Professor unterrichtet habe, oder auch woanders, einfach auftritt und sagt, ich hätte da eine bessere Idee oder das könnte man doch besser machen, weil rundherum alle sagen, nein, so haben wir es immer gemacht, dann bist du schon erstens verdächtig, wenn nicht gar schon der Feind, und zu allem Überfluss wird dir aber noch freundlich die Hand geschüttelt und wenn du dich wegdrehst, dann wirst du abmontiert. Das habe ich selber erlebt, ich war fassungslos, weil ich es vergessen habe. In Deutschland macht man sowas nicht. Da gibt es auch Konflikte, da gibt es auch schwierige Situationen, aber dort schaust du dir mit offenem Visier ins Auge, wenn du irgendeine Auseinandersetzung hast, und sowas habe ich einfach nie erlebt und einfach vergessen. Du hast irgendwann einmal wo gesagt, in Deutschland stoßt du auf analytisches Denken, das in Österreich komplett verkümmert ist. Ja, ich bin auch dort sozialisiert in dem Sinn, also auch im Bereich der Kunst. Deswegen habe ich anfangs gesagt, ich sehe mich als jemand, der primär Kunst macht und von mir aus auch Kunst managt in einem großen Kunstinstitut. Und mir ist das mit der Rolle, ich bin der Wichtigste nach dem Bundespräsidenten, ehrlich gesagt total egal. Ich merke aber, dass ich das nicht so sehen darf und dass ich jetzt auch mich offensiv damit beschäftigen werde. Du hast einmal eine Äußerung gemacht, ich will dich jetzt wirklich nicht auf Äußerungen festmachen, aber für mich war es interessant, weil es spielt ja am Burgtheater die Rolle, also die Sprache eine Rolle. Ja. Und es gibt diese ewige Auseinandersetzung zwischen der deutschen Sprache und der österreichischen Sprache und das Burgtheater Deutsch. Und dann gibt es von dir die Bemerkung vom scheußlichen österreichischen Dialekt, den du auch entkommen wolltest. Ich habe eine völlig andere Haltung zum österreichischen Dialekt. Ich finde ihn nicht scheußlich, vor allem nicht den oberösterreichischen, der mein Ursprungsdialekt ist. Und ich glaube auch, dass in Deutschland der Dialekt eine große Rolle spielt, weil das Bayerische, das natürlich ein Norddeutscher nicht versteht. Also ich weiß zum Beispiel aus der Süddeutschen Zeitung, Redaktionssitzungen, als es noch ein paar urbayerische Redakteure gab, hat der Chefredakteur einmal zu einem Lokalredakteur gesagt, Herr Forster, sprechen Sie Deutsch, ich verstehe Sie nicht. Also dieses Sprachproblem ist immer da, aber warum hast du irgendwann einmal den österreichischen Dialekt scheußlich gefunden? Pass auf, jetzt werde ich dir mal auf Kärntnerisch was sagen, mein ja. Freund. Gell? Das habe ich sicher nicht gesagt, weil scheußlich auf ist ganz Homepage. Was anderes. Nein, das stimmt sicher nicht. Gut, dann ist es gut, also, dass wir das klären. Scheißlich habe ich sicher nicht gesagt, aha, aber okay. Vielleicht hat das jemand dort hingeschrieben. Auf jeden Fall. Du solltest da deine Homepage einmal anschauen. Nein, also wenn es um etwas geht, dann natürlich, wie soll ich sagen, dass das, wenn man jung ist und weg will, dass einen auch die Sprache behindert und dass auch man die Vielfalt der Sprache so noch nicht begriffen hat, auch als Dialekte. Also ich liebe alle Dialekte, die österreichischen besonders, weil ich so toll finde, dass man sich in Österreich zum Beispiel völlig egal, wo man sich als Österreicher, so muss ich sagen, wo man sich auf der Welt trifft, ob du Tiroler, Burgenländer oder Kärntner oder sonst was bist, es gibt immer einen Grundkonsens. Es gibt nicht so eine totale Fremdheit wie in Deutschland zwischen, sagen wir mal, Schwaben, Baden-Württembergern und Norddeutschen oder Ostdeutschen oder die tun sich wahnsinnig schwer, sich gegenseitig zu verstehen, während sich Österreicher grundsätzlich echt verstehen. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Bergtälern oder so Dialekten, sondern einfach, ich finde es faszinierend, dass das Österreichische als Sprache so funktioniert, wie es funktioniert. Aber ich sage ein Beispiel, ich
Ich habe immer natürlich im Laufe meines Lebens war ich mit deutschen Frauen zusammen. Und im Kärntnerischen gibt es den Begriff oder den Satz, ich liebe dich im Dialekt nicht. Jetzt bist du als Kärntner, der in Deutschland lebt, mit einer deutschen Frau zusammen. Wie vermittelst du ihr, dass du sie liebst? Wenn du nämlich die Verbindung von dem echten inneren Gefühl, was man braucht für den Satz, ich liebe dich, nicht in die andere Sprache hundertprozentig hineinbekommt, weil das ist was Fremdes, das ist die Hochsprache, das ist, ich liebe dich, ich kann es jetzt, aber früher, ganz am Anfang, habe ich gemerkt, die Kluft zwischen, was ist die Emotionalität der Sprache, die tiefe Emotionalität dessen, was du sagen willst, und das, du kommst drauf, wie schwach das ist, auf Kärntnerisch, ich hab die gern, ich hab die lieb, ich mag die, ich weiß es nicht, ich liebe dich auf Kärntnerisch nicht sagen, und deswegen muss man es neu lernen. Und deswegen war die Empfindung, von mir aus habe ich scheußlich gesagt, ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich habe mehr eigentlich gemeint, dass es so beengend ist, so reich es ist, aber es ist natürlich erst einmal eine Beengung, mit der man nicht weiterkommt, obwohl man theoretisch dieselbe Sprache spricht in Deutschland. So. Ich habe es als Oberösterreicher ein bisschen leichter, mir ist jetzt gerade eingefallen, in unserer Landeshymne, die im Dialekt ist, Heimatland, Heimatland, ich hau dich so gern, wie ein Kinderl sein Mutter, wie ein Hinderl sein Herrn. Also bei uns ist das im Dialekt nicht so ein Problem, aber ich verstehe genau, was du sagst. Martin, ein wesentlicher Punkt im Theater ist, oder es gehört zum Theater, das Publikum. Das Publikum ist jetzt weg. Momentan werden sehr viele Inszenierungen, sag ich mal so ein bisschen flapsig, auf Konserve gemacht. Ja. Aber es gibt nicht die Möglichkeit der Aufführung und das verändert doch das Theater auf eine wesentliche Weise momentan. Und das Zweite ist, dass die Körperlichkeit eingeschränkt ist durch Corona-Regelungen. Und es gibt einen dritten Aspekt, der auch nicht unwesentlich ist momentan. Es gibt ja so eine generelle Political Correctness Schere im Kopf, habe ich schon langsam das Gefühl. Gewisse Dinge sind nicht möglich. Plötzlich ist Blackfacing ein Riesenproblem. Das heißt, Theater, laut Alain Badiou, die meistgehassteste Kunstform von allen Kunstformen, lebt ja davon, dass Tabus gebrochen werden. Lebt von der Körperlichkeit, lebt von diesem nie wiederholbaren Ereignis der Aufführung, egal wie oft was auf der Bühne ist. Und das ist jetzt alles weg. Was bedeutet das für die Kunstform Theater? Ich kann jetzt nur als erstes anführen, dass es mich als Theatermacher und als Theatermenschen sehr unerwartet getroffen hat. Getroffen im Sinne von, mit mir sind verschiedene Phasen und Zustände passiert jetzt im Laufe des letzten Jahres, die ich von mir nicht kannte. Und ich war immer ein Mensch, der dachte, er hat irgendwie einen Plan oder eine gesunde Kraft, um irgendwie Krisen zu durchstehen. Ich hab immer wieder in den schlimmeren Phasen der Lockdowns, vor allem im Frühjahr bis zum Sommer, echt massiv mit mir selber kämpfen müssen, im Sinne von, dass ich völlig demotiviert war, dass ich fast in Depressionsnähe geraten bin, dass ich mich wirklich erlebt habe wie vorher nie zuvor. So. Und vor allem merke ich, dass ich sehr, sehr dünnhäutig geworden bin gegenüber Bemerkungen, die diesen Zustand noch verlängern oder die darüber sprechen, wenn jemand darüber spricht, das ist noch lange nicht zu Ende, das rechne ruhig noch bis Weihnachten oder sowas Ähnliches. Das hat mich, da merke ich richtig, wie bei mir so innerlich immer so kleine Stecker gezogen werden und meine Kraft und mein Optimismus irgendwie nachlässt. Das ist mir wichtig zu sagen, weil ich natürlich, was das Theater und vor allem das Burgtheater betrifft, immer noch so unangenehm und so irritierend, wie das wir alle unseren Zustand finden, selbstverständlich auf einer noch recht privilegierten Seite bin. Wir haben das Kurzarbeitsmodell und wir arbeiten alle weiter und es geht vielen, vielen, vielen viel, viel schlechter.
Die darf man da auf keinen Fall vergessen. Trotzdem ist es jetzt, wenn ich vom Theater selber als Betrieb spreche, sehr spürbar, dass doch auch dort gewisse Strömungen, Stimmungen stattfinden, die man im normalen Theaterbetrieb einfach gar nie empfinden kann oder erleben kann. Ja? Es treten Spannungen auf. Es ist vor allem, und das hast du vorher auch erwähnt, das Ventil, wo unsere Arbeit nach draußen muss, zum Publikum, in den Zuschauerraum, an die Öffentlichkeit, in die Stadt hinaus, dieses Ventil gibt es nicht. Und das ist ein seltsamer Zustand, der so eine Art Überdruck erzeugt. Und wir brauchen dieses Ventil und diesen Abfluss, der ja jeden Tag stattfindet, und diesen Austausch mit dem Publikum und den Menschen, die uns zuschauen. Wir haben jetzt mittlerweile 12 Produktionen insgesamt in der Pipe. Und sowas hat es noch nie gegeben. Wir proben wie normal bis zu einer gedachten Premiere oder Generalprobe hin und dann ist Schluss. Und das, was man vorher in diesen 8, 9, 10 Wochen irgendwie an kreativer Energie da reingepumpt hat, das ist dort wie vor einer riesigen Schleuse, die zu ist. Und dann kommt immer noch was nach und immer noch was nach. Also ich kann schon sagen, es ist ein gigantischer Druck bei uns drin. Ich hoffe, dass wenn wir die Schleuse aufmachen, hoffentlich nach Ostern, dass das ein nie dagewesener, lawinenartiger, toller Moment ist, wo es in ganz Österreich so viele Theateraufführungen gleichzeitig geben wird wie nie zuvor. Es wird im April, ich schätze mal, müssen da 100 Premieren sein, wenn man da alles zusammenzählt, die Opern und die Landestheater und die Theater draußen. Also wir allein werden dazu 10 bis 12 Premieren beisteuern, und wenn man das jetzt noch multipliziert mit den anderen Theatern, dann wird das unglaublich. Es kann aber auch sein, dass das irgendwie so eine Explosion ist und das ist dann irgendwie gar nichts, weil es einfach viel, viel, viel zu viel war. Ich bin da jetzt einfach positiv und sage, das wird ein Akt der großen Kreativität, und wir werden etwas erleben, was es nie wieder geben wird. So viele verschiedene Aufführungen. Also für Ostern, wenn alles gut geht, prognostizierst du sowas wie einen riesen Vesuv-Ausbruch, also viele Vesuve, ja, die gleichzeitig ausbrechen. Und dann ergießt sich eine Theaterlava, ja, und eine Bühnenlava über Österreich. Ja, aber das soll positiv gedacht sein, ja, das Bild. Ja, positiv verstanden. Jedenfalls verständigen wir uns mit den Kolleginnen und Kollegen von den anderen Theatern auch in der Richtung. Es gibt keine Absprachen. Ja, normal bespricht man immer, wann hast du Premiere, da mache ich da und dann hast du, dass jeder möglichst sein Publikum bekommen kann. Das haben wir jetzt total über Bord geworfen und haben gesagt, komm, jeder schießt raus, was er hat, egal. Und wir versuchen auch, wie soll ich sagen, die Werbung und so weiter mit einzubauen in unser Marketing und zu sagen, wir reden jetzt über uns alle oder für uns alle. Mir geht ja auch das schon total auf den Zeiger, dass man immer sagt, die Theater oder die Kulturschaffenden sind so ruhig oder so. Hier und da, jemand macht eh die Klappe auf und ich sehe keinen Sinn, da jetzt dauernd irgendwie zu lamentieren oder mich aufzuregen, aber weil ich ja das Produkt oder das, was ich tue, die Kreativität, die ich habe, das ist ja der Akt auf der Bühne und auf den baue ich, wenn er dann rauskommt, um dann zu sagen, Leute, ja, wir sind unter Anführungszeichen systemrelevant, weil wir das jetzt euch zeigen. Und da wird sicher auch was dabei sein, was auch nicht wieder so super sein wird, völlig egal. Aber unsere kreative Arbeit und unser Ausdruck dessen, was wir tun, der wird dann halt rauskommen. So. Ich bin sehr froh, dass du das so formulierst, und ich habe auch den Eindruck, soweit man das sozusagen verfolgen kann, aus der Distanz oder aus einer anderen Perspektive, aber doch im selben Feld, wenn man sowas hat wie die, oder sowas zu betreuen hat wie die alte Schmiede. Ich könnte jetzt auch sagen, man spürt, wenn man, ich fahre ja am Weg zur Arbeit oft beim Burgtheater vorbei oder rund ums Burgtheater, man spürt etwas. Ja. Und ich weiß das auch aus Gesprächen mit Schauspielern oder mit Leuten, die am Theater arbeiten, Beleuchter etc. Ja. Diese Situation jetzt, wie du das schön beschrieben hast, die Schleusen, die sie öffnen werden, ich habe ein bisschen den Eindruck, wir haben zwischendurch ein bisschen Öffnung gehabt, dass gewisse Publikumsschichten verloren gegangen sind. Aber das, wie du das formulierst,
ist eigentlich, wahrscheinlich sollte man es wirklich so darstellen, dass ich habe viele Gespräche auch mit Autoren, die unterschiedlich reagieren, die sagen, also es wird keine Normalität mehr geben und sind sehr pessimistisch und depressiv. Und andere sehen aus dieser Situation heraus eigentlich positive Utopie. Die sagen, wenn diese Schleusensituation vorbei ist, wenn dieses Eingesperrtsein, was es ja auch ist, wenn das einmal sich wieder löst, dann könnte es sein, dass wir Perspektiven haben, aber aus dem heraus, aus der Kontinuität heraus. Also die sehen das gar nicht als Bruch. Ich glaube ganz ehrlich auch nicht wirklich an einen großen Bruch. Zum Teil tut es mir leid. Das heißt, wenn wir jetzt darüber reden, dass zum Beispiel der Flugverkehr sich so massiv einschränken musste und dass da nichts mehr stattfindet, was natürlich für unser Klima extrem gut ist und dass diese ganzen Billigfliegereien einfach zu Ende sind, das wäre etwas, ein positiver Effekt, für den ich unbedingt wäre. Ich glaube aber, in Wirklichkeit wird das nicht lange dauern und es wird genauso weiterlaufen, wenn nicht gar noch schlimmer, weil natürlich so viel aufgestaut ist. Deswegen würde mir das leid tun. Und auf der anderen Seite sage ich ganz banal, ich möchte bitte mein Leben zurück. Ich möchte nicht, dass man jetzt sagt, das wird nie wieder die Normalität geben. Ich möchte gerne irgendwie wieder dort anschließen, wo es aufgehört hat, mit dem Leben, das ich geführt habe, das ich toll fand. Natürlich gibt es gewisse Aspekte dran, wie eben auch erwähnt, wo man sagt, das muss man unbedingt übernehmen, da haben sich neue Erkenntnisse entwickelt und das muss in der Richtung weitergehen. Aber im Großen und Ganzen möchte ich als Individuum, als Mensch wieder aus dieser ruckelnden Bildverzerrung, die jetzt ein Jahr dauert, wieder in meinen normalen Film zurückgebeamt werden. Abschließend, es ist schon 11:55, weil du das auch, wir haben das im Gespräch gehabt, diese Generationenfrage. Ne? Also wir sind ungefähr gleich alt, wir hatten große Vorbilder. Eines unserer gemeinsamen Idole war Handke, bei dir aus anderen Gründen als bei mir. Die Idole gehen dann weiter weg, es hat andere Idole aus der Popwelt gegeben, was immer, John Lennon aus der Politik, Che Guevara und so weiter, was uns heute geprägt hat. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir so um die 60, ein bisschen über 60 sind. Und die, die uns geprägt haben und von denen wir uns prägen lassen mussten und die uns teilweise kujoniert haben, die sind jetzt entweder schon abgetreten und weg oder sie sind noch schattenhaft da oder sie sind Mitte 70 gegen 80. Und jetzt ist spürbar, und das ist für dich, glaube ich, eine wesentliche Sache auch, dass jetzt der Platz frei ist für diese unsere Generation und dass es da einige gibt, zum Beispiel dich, die, du hast das schon mit dem Bild des Kapitäns am Schiff, und das ist ein großer Danker des Burgtheater, die da jetzt was übernehmen. Also jetzt ist sozusagen du und deine Generation, unsere Generation, wir kommen jetzt ins Joch. Oder sind im Joch. Und das ist etwas, was man eigentlich auch einmal jetzt reflektieren und begreifen muss. Wie lange wirst du das Joch, oder bist du bereit, das Joch, was es auch ist, es ist ja nicht nur ein Privileg, das Joch des Burgtheaterdirektors, mit dem so viel mehr verbunden ist, da anzunehmen. Du hast sehr was Schönes auch gesagt, zuerst mit dem jungen Schauspieler, dass das ja eine Verantwortung ist, denen die Räume zu schaffen. Ne? Das heißt, die nächsten 10 Jahre ist da ein großes Feld zu beackern, aber im Joch. 10 Jahre im Joch stelle ich mir unangenehm vor. Na, nur weil wir zuerst über Freiheit geredet haben. Es ist so, also im Grunde haben wir dauernd auch darüber geredet, dass jetzt hier die Aufgabe am Burgtheater zu sein und in Wien zu arbeiten sehr komplexe Fragestellungen und Situationen aufwirft. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin überhaupt noch nicht dort angelangt, wo ich um diese Zeit normalerweise hätte sein wollen.
Das heißt, wir haben, glaube ich, einen sehr, sehr, sehr interessanten und viel beachteten Spielzeitbeginn oder Direktionsbeginn im Herbst 2019 erlebt. Und als es dort auch dann die ersten, ich sage mal, auch Misserfolge zu verarbeiten gab, was ein total normaler Prozess ist bei sowas, dass im ersten Jahr ist alles auch noch fraglich und muss überprüft werden und dann kann man korrigieren und dann rüttelt sich auch der Betrieb insgesamt zusammen, muss durch Krisen durchgehen, aber ich meine jetzt normale Krisen, die in einem Theater passieren, in einem Eröffnungsjahr. Diesen Status haben wir überhaupt nicht erreicht, weil schon genau vor einem Jahr, also im März 2020, ungefähr 6-7 Monate nach dem Beginn meiner Direktion, war der erste Lockdown und seither sind wir mit einer kurzen Ausnahme dazwischen, letzten Herbst, also 2020, September, Oktober, als wir spielen durften, sind wir in diesem Zustand. Ich möchte noch kurz das sagen, dass diese 2 Monate der Eröffnung nach dem Sommer auch wirklich toll waren. Wirklich, da hat man eine Ahnung bekommen davon, was geht, wenn die Theater offen haben. Wir haben für die Einschränkungen, die es gab, eigentlich einen sehr, sehr guten Zuschauerschnitt gehabt. Wir haben, glaube ich, fast 43.000 Zuschauer im Burgtheater gehabt oder in unseren Theatern. Und das hat so kurz gut getan. Und ich habe, so schrecklich das Ereignis war, aber am 2. November, als wir wieder zusperren mussten und als just an diesem Tag der Terroranschlag in Wien stattgefunden hat, ein unglaublich berührendes und für mich wichtiges Erlebnis gehabt, nämlich mit ungefähr 500-600 Zuschauern zusammen im Burgtheater eingesperrt sein zu müssen. Und ich hatte ganz was anderes vor. Ich wollte dem Publikum erklären, dass wir jetzt wieder zumachen und dass wir uns freuen, wenn es hoffentlich irgendwann wieder weitergeht. Und plötzlich passiert das mit diesem Terroranschlag und ich musste völlig improvisieren und dann irgendwie 4-5 Stunden noch diese Zuschauer im Theater betreuen. Und wir haben uns ausgetauscht und wir haben tatsächlich ganz viel über Theater und über die Aufführung geredet. Und gleichzeitig auch musste ich mich um Raucher kümmern, die irgendwie da fast verreckt sind, weil sie nicht rauchen durften. Und Getränke organisieren und Mitfahrgelegenheiten und so weiter. Also es war so ein wahnsinnig berührender Moment, wie wir alle zusammen, die wir Theater machen, für Menschen, die Theater schauen, zusammengeschlossen sind in einer prekären Situation, gefährlichen Situation, in einer angstmachenden Situation. Und das war eine Art von Geborgenheit und Austausch, der mich sehr, sehr beeindruckt hat und der mir sicher in Erinnerung bleiben wird. So, und jetzt werden wir demnächst eigentlich vielleicht aufmachen und dann ist schon meine dritte Spielzeit als Burgtheaterdirektor da. Wir haben auch das wieder geplant, viel Arbeit reingesteckt, versucht, ein bisschen auch die Erfahrungen einfließen zu lassen. Aber so richtig die 10 Jahre im Joch, davon sind fast 3 schon vorbei. Und ich habe noch viel vor und ich möchte die machen. Ja. Martin Kusche, vielen Dank fürs Gespräch in der Nachtschicht. Morgen, die letzte Nachtschicht der 2. Staffel, wird wieder Oliver Scheiber Gastgeber sein und wir werden 2 junge Aktivisten, eine Aktivistin und einen Aktivisten zu Gast haben, 2 Schülervertreter, die in letzter Zeit sich sehr politisiert haben, unter anderem aufgrund der Problematik von Abschiebungen ihrer Mitschüler. Ich bedanke mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit und wir freuen uns, wenn Sie morgen wieder bei uns in der Nachtschicht zu Gast sind. Gute Nacht.